Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ihr habt gelesen, ich dürfte wieder einmal eine Kooperation mit Globalent machen, was mich unglaublich freut. Also, das ist. Ich hatte letztes Jahr schon eine sehr, sehr lange Kooperation. Ich weiß gar nicht, wie lange die ging. Aber ich habe ja alles durchgetestet. Und jetzt darf ich ja quasi wieder, ist ja auch schon wieder die zweite für dieses Jahr und ich freue mich einfach nur. Ich freue mich einfach nur und das ist für mich so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist für mich so eine Ehre, ja, einfach so lange eine Kooperation zu machen. Dass man mal ab und zu vielleicht auch zweimal oder vielleicht sogar dreimal macht, aber die geht jetzt schon mega lang, beziehungsweise schon das zweite Mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ja, was ich alles ausgesucht habe, es kam gerade an und ich nutze gerade die Gunst der Stunde, was ich alles ausgesucht habe, werde ich in der Infobox verlinken, natürlich wie immer, mit dem Rabattcode, der Natta10 ist. Und ja, aufgemacht habe ich schon mal. Aufpassen. Einmal die Packliste. So. Das wäre mit der Nummer. Ich habe schon gesehen, der ist verkehrt rum drin. Ich sortiere seit 3 Tagen meine Stempel und Stanzen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. So, das wäre einmal das Set. Dann einmal dieses. Ich zeige euch erst die Nummer. Aber wie gesagt, ich werde auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Das ist einmal dieses Set. Finde ich super süß für Babyalben, Babykarten oder so. Muss aber nicht. Ne? Wenn man jetzt die einzelnen Tierchen so nimmt und natürlich das Babyzeug weglässt, kann man natürlich auch süße Karten machen. Den Spruch fand ich so cool. Eat, sleep, be cute, repeat. Oh, den fand ich cool. Und dann dieses Set. Diesmal habe ich mir nur 3 Sachen rausgesucht. Ja, es reicht. Muss ja nicht immer gierig sein. Und zwar ist es ein mega Standschablonen-Set. Ihr seht, wie viele Standschablonen es sind. Ich muss erstmal sortieren. Das wird auf jeden Fall so eine Klappbox. Das ist quasi so der Rücken hinten. So eine Art 3D-Box. Aber wie gesagt, das werde ich mit euch zusammen basteln. Und ja, dann hast du halt so diese Teile im Endeffekt, die dann halt, ja, ne? Wie gesagt, gibt es ja auch von namenhaften Herstellern, aber da kostet dann gleich mehr. Und hier sind gleich die Add-ons mit dabei. Also gleich alles dabei. Hier haben wir dann einmal die, ja, im Endeffekt den Rücken. Da müsste ich jetzt gucken. Ich glaube, das ist der Boden eventuell. Ich werde mich auf jeden Fall mit euch zusammen auseinandertüfteln. Dann hat man hier schon mal ein Add-on. Ah, das kann man auch als Rücken wahrscheinlich nehmen. Oh Gott, ich hätte so viele Ideen dafür. Dann das hier, ne, mit Gras. Ist ja die ganzen. Auch nochmal Gras. Da ist auch noch eine Wolke. Allein schon die ganzen Add-ons. Genau, das sind die Seitenteile. Und ja. Wellen meine ich. Genau. Also stand schon ewig auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich gesagt, komm, nimmst es mit und wir probieren es auf jeden Fall gemeinsam. Die Tortenstanze muss ich auch noch testen im Moment. Wie gesagt, viel nachholen, ganze Hausarbeit nachholen. Aber ich bin jetzt fast durch mit meiner Wäsche. Oder was heißt mit meiner Wäsche? Bin ich durch? Ich putze, habe sogar heute das Fensterputzen angefangen. Aber ja. Hat alles liegen geblieben. Das will nicht rein. Also ich freue mich echt wie Bolle, dass ich da noch einmal eine Kooperation machen dürfte oder darf.
Wie gesagt, wir werden alles testen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh, das blendet arg, ne? Das blendet sehr arg. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye bye.